Und damit hallo und willkommen zurück zu ein letztes Mal Let's Play Assassin's Creed 2. Dies ist diese kleine angedrohte Special-Folge, in der ich einfach nochmal alle Codex-Seiten vorlesen werde, die wir dort gesammelt haben, auch die ich schon vorgelesen habe. Ja, weiß ich nicht, ob ihr euch darauf freut oder nicht, keine Ahnung. Wie fandet ihr Assassin's Creed 2? Ich fand es, wie gesagt, eigentlich ganz okay. Das Einzige, was mich angekotzt hat, war die Kamerasteuerung. Und dass Ezio wirklich alles bespringen muss, was er sieht. Na gut, aber ansonsten finde ich, war es echt ein gutes Spiel. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich meine, ich habe die nächsten zwei Teile schon durchgespielt. Gut, da ist sie nun, die Codex-Wand. Und wir werden jetzt damit interagieren. Seite 1 lesen, noch einmal. Seite 1. Ich habe jetzt Tage mit dem Artefakt verbracht. Oder waren es Wochen, Monate? Ich kann mir nicht mehr sicher sein. Ab und zu kommen die anderen, bringen Essen oder Ablenkung. Sie sagen, ich sollte mich von diesen Studien lösen. Malik schlug sogar schon vor, sie komplett aufzugeben. Aber ich kann mich noch nicht abwenden. Ich werde diesen Edenapfel verstehen. Ich muss es. Ist es eine Waffe? Ist es ein Katalog? Oder beides? Wer Erkenntnis mehrt das Leid. Die Philosophie hinter dieser Aussage begreife ich. Aber damit sie wahr wird, buchstäblich? Eine Gesellschaft, die Krieg mit Ideen und Informationen führt, statt mit Schwertern und Waffen? Sein Nutzen ist einfach, beinahe elementar. Herrschaft, Kontrolle, aber die Funktionsweise, die Mittel und Methoden, die es einsetzt, die sind faszinierend. Denen, die seinem ganzen Glanz ausgesetzt sind, wird die Erfüllung all ihrer Wünsche versprochen. Und es verlangt nur das eine im Gegenzug, totalen und uneingeschränkten Gehorsam. Wer vermag dann noch zu widerstehen? Die fleischgewordene Versuchung. Ich erinnere mich an meinen eigenen Moment der Schwäche, als ich Al-Mualim entgegentrat. Mein Selbstbewusstsein war durch seine Worte erschüttert. Er, der mir wie ein Vater war, entpuppte sich als mein größter Feind. Nur den Hauch eines Zweifels mehr brauchte er nicht, um in meinen Gedanken zu kriechen. Aber ich konnte seine Phantome abschütteln, mein Selbstbewusstsein wiederherstellen und ihn aus der Welt schaffen. Ich habe mich selbst befreit, aber nun frage ich mich, tat ich das wirklich? Denn nun sitze ich hier und versuche verzweifelt zu verstehen, was ich geschworen habe, zu zerstören. Und zwar deshalb. Der Apfel hat eine Geschichte zu erzählen. Ich spüre die Vorzeichen von etwas. Groß und gefährlich. Wir sind alle in Gefahr und es ist meine Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Ich kann nicht, darf nicht aufhören, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe. Seite 2. Keine Textdaten. Zoom am... Okay, Zoom war... rechte Maustaste. Okay, wieder die Angriffe. Assassinen gegen Templer. Das war uns schon bekannt. Seite 3, wieder kein Text. Die Klinge. Seite 4. Was folgt, sind die drei großen Ironien des Ordens der Assassinen. Erstens, wir streben danach, Frieden zu verbreiten, doch unsere Mittel dazu ist der Mord. Zweitens, wir streben danach, den Geist der Menschen zu öffnen, doch wir verlangen Gehorsam gegenüber einem Herrn und einer Reihe von Regeln. Drittens, wir streben danach, die Gefahren blinden Glaubens aufzuzeigen, doch auch wir glauben blind. Ich habe keine befriedigende Antwort auf diese Vorwürfe, nur Wahrscheinlichkeiten. Beugen wir die Regeln für ein übergeordnetes Wohl? Und falls ja, was sagt das über uns aus? Dass wir Lügner sind? Dass wir Betrüger sind? Dass wir schwach sind? Ich kämpfe jeden Augenblick mit diesen Widersprüchen und trotz all der Jahre, in denen ich nachdenken konnte, kann ich noch immer keine passende Antwort finden. Und ich befürchte, dass es solch eine Antwort auch nicht gibt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Finden wir die Antwort also in unserem Glauben? Dass man zugleich zwei Dinge sein kann, in jeder Weise gegensätzlich? Und warum auch nicht? Bin ich nicht der Beweis? Wir mit großmütigen Vorhaben, besessen von grausamen Mitteln, wir, die die Unantastbarkeit des Lebens feiern und es ohne zu zögern denen nehmen, die wir für unsere Feinde halten? Seite 5. Wer waren diejenigen, die vor uns da waren? Was führte sie her und wann war das? Vor Jahrhunderten? Jahrtausenden oder sogar noch eher? Es ist nur so wenig von ihnen geblieben. Was hat sie fortgetrieben und was sind diese Artefakte? Eine Flaschenpost? Werkzeuge, die zurückgelassen wurden, um uns zu helfen und zu leiten? Oder kämpfen wir um die Kontrolle über ihren Unrat, geben etwas eine göttliche Bestimmung und Bedeutung, das nicht viel mehr als ein ausrangiertes Spielzeug ist? Seite 6.
Robert de Sable mag vielleicht tot sein, aber seine Bruderschaft lebt weiter. Auch wenn sie weniger deutlich in Erscheinung treten, so befürchte ich doch, dass sie eine Bedrohung bleiben. Wo sie einst in den Straßen umherstolzierten und einfache Ziele abgaben, ziehen sie sich jetzt in die Schatten zurück. Es wird zunehmend schwieriger, sie aufzuspüren. Welch niederträchtige Dinge sie wohl in der Dunkelheit ersinnen. Unsere Arbeit wird umso komplizierter. Es sind bereits Gerüchte über eine Bewegung auf Zypern in Umlauf. Das muss ich genau untersuchen. Ich habe dadurch begriffen, dass sich auch unsere Taktik ändern muss. Es bedeutet das Ende unserer Festung, unserer Vorlieben für die aufsehenerregenden Vorführungen öffentlicher Ermordungen. Wir müssen unsere Netze im Stillen spinnen und wir müssen das anders tun als in der Vergangenheit. Ich bitte meine Brüder jetzt zwar, ihre Rituale aufzugeben, doch ich bitte sie nicht, ihrem Glaubensbekenntnis zu entsagen. Das macht uns zu Assassinen. Nicht die Abnahme eines Fingers, nicht ein falsches Versprechen vom Paradies, nicht das Verbot von Gift. Unsere Pflicht gilt dem Menschen, nicht dem Brauchtum. Wenn wir schleichen müssen, so sollen wir schleichen. Wenn wir Gift verwenden müssen, so sollen wir Gift verwenden. Wenn unsere Klingen benutzt werden können, ohne Finger zu entfernen, so sollen wir nicht verlangen, sie zu entfernen. Und wir dürfen nicht unsere Entschlusskraft von Lügen und billigen Zauber beeinflussen lassen. Wir sollen offen und ehrlich sprechen. Wir sollen von Neuem entstehen. Seite 7. Ich hatte dachte, Ada würde mich in den Ruhestand geleiten, so dass ich meine Klinge niederlegen kann, um als normaler Mann zu leben. Doch jetzt weiß ich, dass man sich solche Träume am besten für den Schlaf aufhebt. Ihr Gesicht, ich versuche es aus meinen Gedanken zu verscheuchen, wenn ich mich an die Tage und Nächte erinnere, in denen ich ihre Templerfänger über die Meere jagte. Ich habe sie beinahe rechtzeitig erreicht. Beinahe. Wenn ich doch nur schneller gewesen wäre. Stattdessen hielt ich ihren leblosen Körper in meinen Arm, sah den Schrecken in ihren starren Augen. Ich habe jeden Mann gejagt, einen nach dem anderen, bis alle Verantwortlichen diese Welt verlassen hatten. Doch ich empfand keine Freude daran. Keine Befriedigung oder Erlösung. Ihre Tode brachten sie auch nicht zurück. Heilt nicht meine Wunden. Danach war ich mir sicher, nie wieder für eine Frau so zu empfinden wie für sie. Glücklicherweise war diese Annahme falsch. Seite 8. Weshalb beharren unsere Instinkte auf Gewalt? Ich habe das Zusammenspiel verschiedener Spezies untersucht. Der angeborene Überlebenstrieb scheint den Tod des anderen zu fordern. Weshalb können sie nicht friedlich nebeneinander existieren? So viele glauben, die Welt sei von einer göttlichen Macht erschaffen worden. Doch ich sehe nur den Entwurf eines Narren auf das Feiern von Zerstörung und Verzweiflung ausgelegt. Unsere Ursprünge erscheinen chaotisch, unbeabsichtigt. Zweck und Wesen einzig bestimmt durch den Lauf der Zeit. Aufgezwungen zuerst von der Natur und später dann vom Menschen. Seite 9. Mit der Zeit wird jeder Satz, der nur lange und laut genug ausgesprochen wird, unveränderlich, wird zur Wahrheit. Vorausgesetzt natürlich, dass man die Widersprüche überdauern und seine Gegner zum Schweigen bringen kann. Doch sollte man erfolgreich sein und alle Herausforderer beseitigen, dann ist das, was übrig bleibt, automatisch die Wahrheit. Ist es objektiv betrachtet die Wahrheit? Nein. Doch wie erreicht man jemals eine objektive Sichtweise? Die Antwort lautet, gar nicht. Es ist buchstäblich physikalisch unmöglich. Es gibt zu viele Unbekannte, zu viele Bereiche und Formeln, die es zu beachten gilt. Wir können es natürlich versuchen. Wir können uns einer Enthüllung Zentimeter für Zentimeter nähern. Doch erreichen, wenn wir sie niemals. Und so habe ich erkannt, dass die Templer, solange sie leben, versuchen werden, die Realität nach ihrem Willen zu beugen. Sie glauben, dass es so etwas wie die absolute Wahrheit nicht gibt. Und falls doch, dass wir so hoffnungslos minder bemittelt sind und sie nicht erkennen. Und so streben sie danach, an ihrer Stelle ihre eigenen Erklärungen zu erschaffen. Es ist das Leitbild ihrer sogenannten neuen Weltordnung, die Existenz nach ihren eigenen Vorstellungen neu zu formen. Es geht dabei nicht um Artefakte, nicht um Menschen. Das sind lediglich die Werkzeuge. Es geht um Ideen. Wie klug von ihnen. Denn wie könnte man gegen eine Idee Krieg führen? Es ist die perfekte Waffe. Sie entbehrt einer körperlichen Form, doch kann sie die Welt um uns herum auf zahlreiche, häufig brutale Arten verändern. Man kann kein Glaubensbekenntnis töten. Selbst wenn man all seine Anhänger tötet, all seine Schriften vernichtet, ist das im besten Falle eine Atempause. Irgendwann wird irgendjemand es wiederentdecken, neu erfinden. Ich bin der Meinung, dass selbst wir, die Assassinen, einfach einen Orden wiederentdeckt haben, der dem alten Mann selbst vorausgeht. Seite 10, keine Textdatei. Ja, das hat man hier gesehen mit den ganzen
Der Edenapfel und so. Seite 11. Attis, Dionysus, Horus, Krishna, Mitra, Jesus. Ähnliche Geschichten ziehen sich durch ihre aller Leben. Zu ähnlich, wie ich meine. Göttliches Geburtsrecht, Verfolgung, Schüler, übernatürliche Taten, Auferstehung. Wie ist das möglich? Vielleicht ist es das gar nicht. Bloß eine einzige Geschichte, die durch alle Zeiten hinweg erzählt wurde? Ausgeborgt und dann verändert, um sich den wandelnden Zeiten anzupassen? Sich weiterentwickeln, wie auch unsere Werkzeuge und Sprache? Entspricht diese Geschichte Tatsachen oder der reinen Erfindung? Ein bisschen von beiden? Könnte diese Figuren ein und dieselbe Person sein? Ihr Leben verlängert und verwandelt durch ein Stückchen Eden? Al-Mualim sprach von Jesus als einer realen Person. Ein Sterblicher, der die Kunst der Manipulation beherrschte. Doch was, wenn er nicht recht hatte? Wenn diese Männer real sind und wenn sie schon viele Male zuvor unter uns geweilt haben? Bedeutet das dann, dass sie wiederkommen werden? Vielleicht sind sie ja nicht... sind sie jetzt auch hier? Fragen über Fragen und es werden jeden Tag mehr. Seite 12. Bilddatei. Das Sonnensystem. Gehe ich jetzt mal davon aus. Unseres. Seite 13. Die versteckte Klingel. Rausschneiden. Die versteckte Klinge ist uns seit vielen Jahren ein verlässlicher Begleiter. Manch einer mag sogar behaupten, dass sie es ist, die uns ausmacht. Und damit würde er gar nicht so ganz falsch liegen. Viele unserer Erfolge wären ohne sie nicht möglich gewesen. Dennoch, das Stück bekommt langsam in die Jahre. Daher suche ich nach Verbesserungen, die die Entfernung eines Fingers als Voraussetzung dafür, sie einsetzen zu können, überflüssig machen. Zuerst muss eine Metallplatte angebracht werden, die Schläge abwehren kann. Die anderen Assassinen glauben, dass sie aus einem neuen Metall geschmiedet wird. Man darf mir die Entdeckung der Formel zuschreiben, auf dieser Seite. Es ist besser, wenn sie die Wahrheit nicht kennen. Ich habe auch mit Malik zusammengearbeitet, um neue Methoden der Tötung zu beschreiben. Aus der Luft, von Vorsprüngen und aus Verstecken. Einfache Bewegung, gleichwohl entscheidend. Die dritte und letzte Verbesserung ist zugleich auch die einfachste, die Ausstattung mit einer zweiten Klinge. Der ersten, in jeder Hinsicht identisch. Sollte sich ein Assassine immer zweier Ziele erwehren müssen, so muss er seinen Schlag nur so abpassen, dass er beide zugleich trifft. Von diesen Klingen wird es nur wenige geben, da die Metalle, aus denen sie geschmiedet werden, nur schwer zu bekommen sind. Ich muss sorgfältig darüber nachdenken, wer zwei tragen darf. Seite 14. Die Menschen streben nach der Herrschaft über alle Dinge, denen sie begegnen. Ich vermute, das ist eine natürliche Neigung von uns, nach Beherrschung unseres Umfelds zu streben. Doch andere Menschen sollten nicht dazugehören. Jeden Tag wird immer mehr in die Knechtschaft gezwungen, entweder durch Blenderei oder mit Gewalt. Anderen, wenn auch nicht so deutlich gefangen, wird das Gefühl vermittelt, ihr Leben sei wertlos. Ich habe gesehen, auf welche Arten Männer Frauen schikanieren, habe die herzlosen Worte gehört, die ihnen aus anderen Ländern entgegengerufen wurden, habe gesehen, wie diejenigen, die andere Glaubens- oder sich anders verhalten, leiden mussten. Wir sprechen oft über solche Dinge und schauen dabei von den Turmspitzen Masjavs. Was kann getan werden, damit das aufhört? Um Toleranz und Gleichheit zu fördern. An manchen Tagen reden wir von Bildung, im Glauben, dass Wissen von uns von der Unsittlichkeit befreit. Doch wenn ich durch die Straßen gehe und sehe, wie Sklaven zur Auktion geschickt werden, wird mein Herz kalt. Wenn ich sehe, wie Männer ihre Ehefrauen beleidigen und mit Steinen bewerfen und behaupten, dass sie nur existieren, um ihnen zu dienen, ballen sich meine Hände zu Fäusten. Und wenn ich mit ansehen muss, wie Kinder von ihren Eltern fortgerissen werden, damit ein anderer Mann davon profitieren kann, fortgeschickt, um unter Wüstensonne zu leiden und dann zu sterben. An solchen Tagen glaube ich nicht, dass Gespräche etwas bewirken würden. An solchen Tagen kann ich nur daran denken, dass die Täter sterben müssen. Seite 15 im Bild. Mehr Moderieren, okay. Das gelobte Land, kann es sein? Das weiß ich nicht, tut mir leid. Seite 16. Der Apfel ist mehr als ein Verzeichnis dessen, was vor uns war. In seinem verworrenen, funkelnden Innenleben habe ich einen Blick darauf erhascht, was sein wird. So etwas darf nicht möglich sein. Vielleicht ist es auch nicht. Vielleicht ist es nur ein Hinweis, woher soll man es wissen? Wie kann man sicher sein? Ich sinniere über die Konsequenzen dieser Vision. Sind es Bilder der Dinge, die da kommen werden? Oder schlicht das, was möglich sein könnte? Können wir die Auswirkung beeinflussen? Getrauen wir uns das? Und bewirken wir dabei nicht bloß das, was wir vorgesehen haben? Ich schwanke, wie immer, zwischen Untätigkeit und Aktionismus. Ich bin unsicher, welche der beiden Möglichkeiten etwas bewirken würde, falls es überhaupt möglich ist.
Bin ich überhaupt dazu bestimmt, etwas zu bewirken? Dennoch führe ich dieses Tagebuch. Ist das nicht ein Versuch oder vielleicht eine Garantie, das, was ich gesehen habe, zu verändern? Seite 17. Von allen Dingen, die ich gesehen habe, quält mich nichts mehr als das Bild der Flammen. Säulen so hoch, dass sie ihm in den Himmel zu ragen schienen. Die Erde rumpelte und bebte. Berge wurden gespalten und brachen auseinander. Große Metalltürme zerbarsten, ihr Innenleben auf dem Boden verteilt. Und überall diese Schreie. Ein solch grauenhafter Chor, dass ich noch immer seinen Widerhall spüren kann. Was ist dieser Wahnsinn, den ich gesehen habe? Ich frage mich, sind sie es? Diejenigen, die zuvor da waren, sind sie dorthin gegangen? Ins Feuer? In den Staub? Vielleicht ist diese zerstörerische Macht das, wonach die Templer streben. Oft, dass sie sie gegen uns in der Hand haben und Unterwerfung verlangen können. Welche Hoffnung hätten wir dann, wenn sie solche Finsternis in ihren Händen hielten, dass sie die ganze Welt töten könnten? Wir müssen uns verstecken, ruhig sein, den Lauf der Geschichte im Stillen gestalten. Doch einige meiner Brüder und Schwestern sind nicht einverstanden. Sie wären ärgerlich und behaupten, dass es ein Fehler ist, uns zu verbergen. Sie sagen, es verzögere unsere Arbeit, doch sie begreifen die Risiken nicht. Uns jetzt zu zeigen, wäre zu gefährlich. Ich befürchte, man würde uns als Verrückte beschimpfen und angreifen. Und so ist es eben, immer gewesen. Wenn ich eines sicher weiß, dann, dass die Menschen nicht begreifen, wenn man ihnen etwas erzählt. Man muss es ihnen zeigen. Sie müssen die Verbindung selbst herstellen. Wenn ich zu einem Mann sage, sei freundlich, sei tolerant, sei aufgeschlossen, dann würden diese Worte vergehen und sterben, lange bevor sie einen Wandel herbeigeführt haben. Es wäre Verschwendung und daher müssen wir unseren Kurs beibehalten. Seite 19. Die Legende erzählt von einem goldenen Vlies. Könnten die beiden zusammengehören? Ich habe das metallurgische Verfahren weiter präzisiert. Nun kann ich eine Rüstung hergestellt werden, dergleichen die Welt zuvor noch nicht gesehen hat. Sie besitzt große Widerstandskraft und dennoch ist sie so leicht, dass man volle Bewegungsfreiheit hat. Ich schwanke zwischen Staunen und Angst. Wir haben hier etwas gefertigt, das das Gesicht des Krieges ganz sicher verändern wird. Diejenigen, die sie tragen, werden nahezu unsichtbar sein. Vielleicht war es ein Fehler, diese Stücke zu fertigen. Ich halte es für das Beste, die Formel zu vernichten. Was, wenn sie in die Hände unserer Feinde fiel? Das Risiko ist so hoch. Seite 20. Ich habe die alten heidnischen Glauben studiert, die dieser fixen Idee neueren Datums mit einem einzigen göttlichen Schöpfer vorangingen. Sie scheinen nicht mehr auf die elementaren Kräfte zu konzentrieren, die in der Welt um uns herrschen, und weniger auf willkürliche Regeln der Moral. Am Morgen geht die Sonne auf und am Abend geht sie wieder unter. Die Gezeiten Ebbe und Flut. Gras wächst, verwelkt, stirbt ab und sprießt dann erneut aus dem Boden hervor. Die Luft erwärmt sich, kühlt ab und erwärmt sich von neuem. Eine versteckte Energie hält uns am Boden und zieht uns zurück, wenn wir versuchen sollten, ihn zu verlassen. Jedes dieser Phänomene wurden zuvor durch einen Gott oder eine Göttin dargestellt. Jede Macht hatte ein Gesicht, doch wurde sie als etwas Eigenständiges und Mächtiges anerkannt. Das hieß nicht, dass es keine Wechselwirkung zwischen diesen Kräften oder Gesetzen gab. Diesen Sammelsurium von Individuen, unsichtbare Hände leiten den Lauf der Welt um uns herum. Und so gab es einen Versuch, die Art, wie die Dinge funktionierten, aufzugliedern, zu studieren, zu erklären und zu verstehen. Auch wenn es fehlerhaft war. Nichts weiter. Nun werden wir aufgefordert, uns einer ziemlich vereinfachten Deutung unterzuordnen. Wie naiv es ist, zu glauben, dass es eine einzige Antwort auf jede Frage gibt. Auf jedes Mysterium. Dass ein einziges göttliches Licht existiert, das über uns alle herrscht. Sie sagen, es ist ein Licht, das Wahrheit und Liebe bringt. Ich sage, es ist ein Licht, das uns blendet und zwingt, in Ahnungslosigkeit umherzustrauchen. Ich sehne den Tag herbei, an dem die Menschen sich von dem unsichtbaren Monstern abwenden und abermals eine vernünftigere Weltanschauung annehmen. Doch diese neuen Religionen sind so bequem und sie drohen mit solch grausamen Strafen. Sollte man sie ablehnen, dass sie befürchte, die Angst wird uns an die sicherlich größte Lüge aller Zeiten ketten. Seite 21. Man kann Extrakte verschiedener Pflanzen der Gegend herstellen. Exoterische Arten bekommt man ab und an von Händlern und Reisenden. Doch ihre Eigenschaften sind nicht so gut dokumentiert und bedürfen weiterer Untersuchung. Traditionelle alchemistische Hilfsmittel können zur Destillation des Giftes verwendet werden. Dabei sollte man Vorsicht walten lassen, denn bestimmte Gifte können durch die ungeschützte Haut aufgenommen werden. Schon viele haben ihr Leben gelassen, weil sie zu unachtsam waren. Seine Klinge sollte man gemäß der hier aufgeführten Spezifikationen aushöhlen,
Eine Abweichung könnte zu Brüchen im Metall führen, wodurch die Klinge schwächer wird und womöglich zerbricht. Okay. Seite 22. Was soll man von dieser Karte halten? Sie scheint die gesamte Welt abzubilden und auch nicht flach, wie Sie behaupten, sondern rund, wie eine Kugel, wie der Apfel. Doch wie ist das überhaupt möglich? Noch seltsamer sind die Länder, die hierauf abgebildet sind. Große, unbekannte Flecken. Das unentdeckte Land. Es gibt noch so viele Orte, die entdeckt werden wollen. Gibt es dort Menschen? Sind sie uns ähnlich? Und falls nicht, wie unterscheiden sie sich von uns? Ich würde gerne die Antworten kennen. Vielleicht habe ich eines Tages die Möglichkeit zu reisen, einen Kurs zu zeichnen und in diese fernen Länder zu gelangen. Seite 23, ein Bild. Okay, das sind die ganzen Tätigkeiten, das er sieht. Gehe ich mal davon aus. Seite 24. An manchen Tagen vermisse ich meine Familie oder zumindest den Gedanken an sie. Meine Eltern habe ich nicht gut gekannt, auch wenn beide innerhalb dieser Mauern gelebt haben. So war es eben bei uns. Vielleicht waren sie traurig, auch wenn sie das nicht gezeigt haben. Das war nicht erlaubt. Was mich anbelangt, habe ich so viel Zeit meiner Jugend mit dem Training verbracht, dass nur wenig Zeit blieb, um über die Trennung nachzudenken. Und als ich sie dann schließlich verloren hatte, war es, als wären zwei Freunde hingeschieden. Al-Mualim war mir wie ein Vater, auch wenn seine Liebe schwach und unaufrichtig war. Doch zu der Zeit schien es mir zu reichen, sogar mehr als das, jedenfalls dachte ich so. Eines Tages werde ich ein Kind haben, so ist der Lauf der Dinge in unserem Orden, und ich werde nicht denselben Fehler machen, und auch kein anderer, der sich als Assassine bezeichnet. Wir werden unsere Kinder lieben dürfen und werden im Gegenzug auch geliebt. Al-Mualim glaubte, solche Bindungen würden uns schwächen und zögern lassen, wenn unser Leben auf dem Spiel steht. Doch wenn wir aufrichtig für das Gerechte kämpfen, macht die Liebe solche Opfer dann nicht leichter, weil wir wissen, dass wir es für die Geliebten tun? Ein Bild. Eine Templerin offenbar. Seite 26. Ich habe jetzt die Antwort. Ich kenne die Wahrheit. Ich werde dieses erbärmliche Ding nie mehr berühren. Es ist das Beste, wenn niemand das tut. Jetzt und in allen Zeiten. Ich habe versucht, es wenigstens zu zerstören, doch es lässt sich nicht verbiegen, noch zerbricht oder schmilzt es. Oh, welch Ironie. Ich bin mir sicher, wenn ich den Apfel fragte, er würde mir sagen, was zu tun ist. Doch selbst diese Verheißung ist unzureichend. Immer gibt es noch ein weiteres Geschenk, das er verspricht. Ich muss es unterlassen. Er muss versiegelt werden. Wir bringen ihn auf die Insel, die einst ihre war und nun die unsere ist. Dort gibt es Schätze, sorgsam versteckt, und das wird genügen müssen. Es ist riskant, mich von dem Artefakt zu trennen, so dass andere es entdecken können, aber noch riskanter ist es, bei mir zu behalten. Mit der Zeit werde ich in Versuchung kommen. Ich bin schwach, das sind wir alle. Wer wäre das nicht? Oh, die Dinge, die ich gesehen habe. Die Geschichte ist hier verborgen im Text. Nicht zwischen den Zeilen, sondern darunter. Dort, wohin nur unsere Augen spähen können. Geh und sieh selbst, dass du Erfolg haben kannst, wo die anderen und auch ich gescheitert sind. Die Zeit verstreicht und sie bringt neue Entdeckungen und Entwicklungen mit sich. Und so wird eines Tages schließlich die Tür geöffnet und die Nachricht überbracht werden. Sie werden ihren Propheten haben. Seite 27. Wir werden größer. Immer mehr kommen tagtäglich zu unseren Festungen. Männer und Frauen, junge und alte, aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Glauben. Jeder erzählt eine ähnliche Geschichte, den ersten Teil unseres Glaubensbekenntnisses entdeckt zu haben, dass nichts wahr ist. Zu oft zerstört sie die Enthüllung jedoch. Sie verlieren ihre Moral, Sicherheit, Geborgenheit. Viele werden wahnsinnig. Wir müssen sie leiten, ihnen helfen zu gesunden. Ihre Köpfe dürfen nicht mit weiteren Märchen gefüllt werden, sondern mit Wissen. Sollen sie Antworten bekommen und sollen diese Antworten schwierig und vielschichtig sein? So ist das Leben. Seite 28. Erfolg! Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Struktur der versteckten Klinge zu verändern, damit man ihr kleine Geschosse abfeuern kann. So richtet man schlimm Schaden an, selbst aus großer Entfernung. Ich muss zugeben, dass die Methode, die mich zu dieser Entdeckung geführt hat, gelinde gesagt, riskant war. Doch ich habe herausgefunden, dass der Apfel in kleinen Dosen und mit scharfem Verstand ohne schlimme Folgen benutzt werden kann. Das hoffe ich jedenfalls. Das Wissen über den Kampf mit Geschossen ist nicht neu für uns. Er wurde bei unseren östlichen Nachbarn beobachtet.
Doch ihre Waffen waren viel größer und für unsere Zwecke ungeeignet. Ich habe jetzt eine Möglichkeit entdeckt, ihre Bauart zu verkleinern. Ihre Feuerwaffe wird dabei in eine Form eingeschlossen, die man am Handgelenk tragen kann. Wir haben ebenfalls die Formel für brennbares Pulver weiterentwickelt, sodass geläufige Zutaten verwendet werden können. Das ist ein gefährliches Stück Wissen und es sollte nur mit unseren engsten Verbündeten geteilt werden. Pulver. Seite 29. Ein dunkler Strom erhebt sich im Osten. Eine Armee von solcher Größe und Macht, dass das ganze Land in hellen Aufruhr ist. Ihr Anführer ist ein Mann namens Temujin, der den Titel Genghis Khan angenommen hat. Er fegt über das Land und erobert und greift sich alles, was in seinem Weg ist. Ganz gleich, welche Beweggründe er hat, er muss aufgehalten werden. Wäre ich jünger, würde ich versuchen, diese Aufgabe mit Stillen anzugehen. Denn ich vermute, dass ein Edensplitter im Spiel ist. Doch diese Tage sind schon seit Jahren vorbei. Der Kelch muss weitergegeben werden. Es ist an der Zeit, dass Sie und ich mit unseren Söhnen reden. Wir reisen zusammen dorthin, damit sie geprüft werden und damit diese Bedrohung beendet wird. Und die letzte Seite, Seite 30. Schon bald werde ich diese Welt verlassen. Meine Zeit ist gekommen. Jede Stunde des Tages ist nun gefüllt mit den Gedanken und Ängsten, die dieser Erkenntnis entstammen. Ich weiß, dass die Elemente meines Körpers zur Erde zurückkehren. Doch was ist mit meinem Bewusstsein, meiner Identität? Das will heißen, was wird aus mir? Ich ahne, dass es ein Ende finden wird, dass es keine nächste Welt gibt und auch keine Wiederkehr in diese Welt. Es wird einfach vorbei sein, in alle Ewigkeit. Unsere Leben sind so kurz und unbedeutend. Der Kosmos schert sich nicht um uns, um das, was wir getan haben. Hätten wir Böses anstelle von Guten getan, hätte ich mich entschieden, den Apfel zu missbrauchen, anstatt ihn zu versiegeln, nichts davon hätte einen Unterschied gemacht. Es gibt keine Bewertung, keine Abrechnung, kein Schlussurteil. Es ist einfach Stille und Dunkelheit, vollkommen und uneingeschränkt. Und so habe ich angefangen, mich zu fragen, gibt es keine Möglichkeit, die Umarmung des Todes aufzuhalten oder zumindest hinauszuzögern? Sicherlich waren diejenigen, die vor uns kamen, nicht so schwach wie wir. Doch ich habe geschworen, mit dem Artefakt abzuschließen, nicht in sein Inneres zu blicken. Und doch, in Anbetracht meines absehbaren Endes, was kann ein letzter Blick da schon anrichten? Ende. Gut, das war das kleine Vorlesespecial. Und damit nun wirklich der letzte Part von Assassin's Creed 2. Ich hoffe, es hat euch nochmal gefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Lesefehler. Aber ich bin ein bisschen eingerostet. Nun gut, mit einem letzten Blick auf die Stadt werde ich diesen Part dann beenden. Also auf unsere Villa. Ja, das war's von Assassin's Creed 2. Auf Wiedersehen.